Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Nach langem Hin und Her ist auch Jack wieder mit dabei. Hallo Jack. Hallöchen. Mit neuem Ton. Ihr habt es vielleicht im Starbound-Video schon gesehen. Das ist nämlich schon gelaufen mit neuem Ton oder vielleicht auch ein paar Folgen schon. Denn bis diese Folge erscheint, dauert es etwas. Außerdem mit dabei ist der liebe Cocaine. Ja, hallöchen. Bauch- und Hirnfrei mit etwas roten Augen. Hast du wieder geraucht? Ah ne, das ist nur Orangenaugen, hatte ich. Ich habe nie orangene Pupillen gesehen, aber... Das ist der Glühwein. Aber ein geiler Arsch, Baby. Hey, Heichen, das geht ab bei dir. Mach's mal heute Abend noch. Gut, geh mal raus, oder? Komm, wir haben Tag. Lass uns Ressourcen sammeln. Aber Moment, ich habe gar keine Pickaxe. Ja, bleib ruhig im Weg stehen. Ja, okay, Entschuldigung. Ich habe auch keine. Die Frage ist, was ist denn der Plan hier jetzt? Ja, die Karre unten erstmal ausbauen, Ressourcen sammeln, bis der Arzt kommt und mit diesen Ressourcen dann eine Basis oberirdisch bauen. Okay, ach ja, ich habe ja hier angefangen, ihr habt einen Wall zu basteln. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn Ressourcen? Hat jemand die Ein-Ohr-Bars hier rausgeklaut? Negativ. Oh, hab ich. Ich hatte zwei Pickaxen in eine obere Kiste gemacht. Zwei Pickaxen in eine der oberen. Da ist ein Ingot und da ist nochmal ein Lead-Ingot. Ah, da ist eine Pickaxe. Sehr geil. Und eine Axt habe ich auch. Die Stufen mache ich mal raus. Die Feuer mache ich mal raus. Die Schraubzwinger mache ich raus. Die Fackeln. Ja. Dann brauche ich ja auch nicht mehr. Dann geht's los. Tür zu. Habt ihr einen Schlüssel? Ich hab okay, hast du einen Schlüssel bei? Ah, ich hab zugezogen. Mist. Die Tür ist kaputt. Hätte ich jetzt gleich reparieren können. Da siehst du. Warte mal. Das die ist reparieren doch, funktioniert jetzt? Ja, ich zeig dir. Komm her. Bist du an der Tür? Ja, das funktioniert krass. Super. Ich habe eine Schraubzwinge hier gebaut und dann machst du. Siehst du, geht, ist voll ganz. Siehst du? Nee, Quatsch, war ein Spaß. Geil. Nee, warte, war ein Spaß. Ich mach mit rechts. Ach, mit einer Schraubzwinge kann man reparieren. Ja. Tricky. Der Wahnsinn. Geile Scheiße, oder? Der Wahnsinn. Ja. Ehrlich, so. Jetzt viel gut, ja. Okay. Ja. Mhm. Wollen wir nochmal Holz holen? Also aus dem normalen Waldgebiet? Oder. Ja. Moment, unser Plan war, uns unter den See zu graben, ne? Genau. Jetzt ist die Frage, wir sollen den Tag schon ausnutzen, dann können wir nämlich auch eine Folge in der Nacht aufnehmen, wo wir einfach nur dumm daherquatschen, also so wie immer, und uns unter den See graben. Ja, das könnten wir tun. Wir können allerdings auch die Bäume hier wegtackern, oder? Ja, aber die geben so blödes Holz. Ja gut, dann machen wir kurz M und laufen in den Norden. Norden, ja, hier Norden. Ist auch gesagt. Genau, und holen da normales Holz. Das haben wir zwar in einer Folge schon gemacht, aber das fällt ja eh nicht auf. Nee. Okay. Letztes Jahr zweimal dieselbe hoch, ne? Ja. Ja. Und letzten Warte mal, Teil ich habe nichts zum Fressen. Ich habe auch nichts. Scheiße. Hast du ja, was? Ich habe Honig bei. Super vorbereitet. Sagst du noch mal bei? Ja, ich habe noch was bei. Ja, wir werden schon ein Hirsch Chicken. Oder so. Ich hätte gern was von dir. Nö. Bitte. Warte. Jackie, okay. Bitte. Komm gleich. Einmal Lamm. Danke. Holst du noch was? Ich hol mir Wasser. Kann ich. Na. 5, 7. Er holt Wasser. Gut, warten wir hier auf ihn. Wir haben immer auf die Frauen warten. Weißt du, wir dachten, es geht los. Nee. Scheiße, ja. Was machen wir jetzt hier? Nee, ich hab die unpassenden Schuhe an. Ich sehe was, was du nicht siehst, und es ist alt und verdörrt. Ach, da ist er ja. Die meinst du, ne? Ja, ja. So, wir müssen straight in den Norden. Wir können übrigens die Steine hier aufsammeln, so unterwegs. Ja, können wir. Weil da können wir uns ja wenigstens Stein draus machen. Und für den Basisbau, die kann man ja dann wandeln. Im Inventar. So ist das. Im Inventar geht alles klar. So. Entschuldigung, ich war gerade animiert. Wir haben gerade eine kleine Jam-Session gehabt und haben vom großen... Ja, stundenlang wurden wir unterhalten. Ja. Und aber ich hatte heute nicht meinen besten Tag. Nee. Muss sagen, Ton halten üben wir nochmal. Das lag daran, dass ich Kopfhörer drauf hatte, denke ich mal. Dass ich selber nicht gehört hast, ja, so klang's. Ja, genau. Arschloch. Ey. Bürgerchef, war ein Scherz, Mann. Hüpf.
Wieso nennst du mich eigentlich immer Chef? Mache ich den Eindruck, als würde ich nur Strenge walten lassen? Nein, natürlich nicht. Ich sag ja gar nichts mehr. Oh, ich hab was kaputt gemacht. Was hast du denn kaputt gemacht? Hier ist so ein Blueberry. Was ist das hier? Achso. Was ist hier drin? Blueberries. Irritiert es immer voll, wenn man so Steine in der Hand hat, dann hast du dieses durchsichtige 3D-Modell da in der Hand. Holz, richtiges Holz, Mädels. So, aber ich werde trotzdem mit der Spitzhacke unter dem Baum graben. Es geht ja schneller. Man muss dabei aufpassen, es gibt Idioten, die haben sich dabei schon umgebracht. Ich überlege nur gerade mit der... Überlegst du wer? Ich höre einen Elch, glaube ich. Ein Elch? Ich höre ein Amt. Wo? Habe ich mich verhört? Ich habe gerade einen Elch getötet. Ich glaube, hier bei dem Sand ist mit der Schippe eigentlich besser zu abzubauen. Ja. Man baut Erde und Sand generell leichter ab mit einer Schippe. Ich habe die Pickaxe genommen. Ja. Du scheißer Kane. So, ich packe jetzt erstmal die Steine hier ins Inventar. Ich habe doch eben den Zeug in der Hütte abgelegt. Also den Zeug in der Hütte abgelegt. Den, verstehst du? Habe ich den Holz abgelegt? Ja, ne, ich habe schon verstanden. So, dafür saufe ich könntest, mir jetzt ein. Du könntest professioneller Kommentarschreiber bei YouTube werden. Ja, oder Synchronsprecher. Ja. Oh, genau, den falschen Block rauskauen. Ich mache das jetzt mit den Fäusten. So. Sehr schön. Achtung, Baum hinter dir fällt. Du willst mich wohl trollen, mein junger Freund. Nein, nicht du, mein junger Freund. Den anderen wollte ich trollen. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Ich war immer so nett zu dir, Jack. Dass du mich so blöd anbringst. Jetzt klappt er mir hier nur mein Holz. Ich dreh am Rad. Den Krölemeier hat auch lange nichts mehr gebracht, gell? Ja, stimmt. Nacht sein, nur noch Mensch ist böse und die Welt ist schlecht. Weißt du, so? Genau. Und Gott versteht mich nicht und so weiter. Irgendwie so. Weißt du, ich erinnere mich an diese alten Lieder. Sie hört nur Musik, wenn sie taub ist und Ja, Klassiker. Wie heißt der hier? Ich. Wenn sie laut ist, oder? Sie hört nicht mehr, wenn sie laut ist? Nur laut ist, genau. Ich fahre so schon seit Stunden hier so meine Runden. Ich will doch nur zu dir, mein Schatz, und suche einen Parkplatz. Nee, ich hab's nicht ganz drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Mhm. So, diese Lieder vermisse ich irgendwie, die so nichts unbedingt so Theatralisches haben. Aber halt irgendwie. Dann fand ich auch den alten Westernhagen gut. Ja, auf jeden Fall. Mit definitiv. Bin ich dein Prinz und Alkohol und. Nee, das war wieder Grönemeyer. Aber egal. Freiheit und diese ganzen. Ich mach mal das Feuerzeug an, Lieder. Freiheit. Freiheit. Wie viel Holz wollen wir eigentlich sammeln hier? Ja, ich glaube. Demnächst langt es auch. Warum habe ich denn? Achso, weil ich Gras in der Hand habe. Ich bin eher wischen. Ja, also, ist ja ein Spiel. Hm. Ist das Ernstes? Haben wir übrigens gerade gelesen. Schneiden wir doch mal ein Thema an. Ein Themaabend, wie bei Atte. Bei Atte. Themaabend. Ja gut, das verstehen glaube ich nur die Hessen, oder? Wenn man sowas erzählt. Also nicht den Themenabend als solches, sondern den Gag, der dahinter steckt eigentlich. Hier ist übrigens eine Hütte. Wollen wir mal in die Hütte gucken? Ja. Um 15 Uhr. Da waren wir schon, aber... Echt? Ich weiß es nicht. Wir können ja trotzdem gucken. Hallo. Oh, ein Hund. Oh, ein Hund. Und ich habe nichts dabei. Hammer. Komm her, du. Also an der Wegfindung von den Hunden müssen sie definitiv noch arbeiten. Ich habe den Hund durchsucht, nichts gefunden. Hallo, Freunde. Hallo. Oh, hier ist dunkel drin. Zum Glück haben wir Friendly Fire aus. Ne, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier ist nämlich noch Kram in den Taschen. Oh.
Na, ich komme da nicht hoch. Das kann ich nicht ausgleichen hier. Wie machen wir das jetzt? Hab ich nicht irgendwie Dirt? Dirt. Ich hab Dirt. Und dann setzen wir Dirt hier hin. Die Dörte, die ständig rührte. Soll ich noch ein Bett mitnehmen? Nee, gell? Das war Otto. Brauchst du nicht. Dörte, die ständig rührte. Der gute alte Otto. Heute fast unerträglich teilweise. Außer die Bühnenshows von Otto finde ich gut. Also wenn er so Lieder nachsingt, also... Ja, irgendwie, tatsächlich, das ist richtig witzig. Ja. Also wenn er halt irgendwelche bekannten Lieder auf Deutsch mit neuen Texten belegt, das finde ich dann irgendwie lässig. Mhm. Aber sonst ist der, also die alten Filme, boah, schwierig. Ja. Gut. Steht hier nicht ein Auto auf der Straße? Auf der Straße steht noch ein Auto. Mhm. Okay. Sonst hätte ich gesagt, laufen wir mal demnächst zurück. Kann man eigentlich, was für mich jetzt interessant wäre, kann ich mit dem Schraubenschlüssel einen Hammer reparieren? Ich glaube nicht. Nee, ich kann ja nicht setzen, gell? Ach, guck mal, der See. Gut, dass wir hier nicht gebaut haben mit den Grillen im Umkreis. Oh, ja. Ich erinnere mich an unseren Livestream. Ich glaube, da war ja psychologische Kriegsführung, war das ja. Ist ja ein Scheiß dagegen. Die ganze Zeit die Grillen, dann bist du aus dem Gebiet raus und denkst, wow. Gut. Willst du noch zum Auto, Jackie? Ja, geh hinten noch mal kurz. Luren. In die Häuser. Aber hier war schon jemand, könnte es sein? Möglich. Ich sag mal kurz Hallo zu den Nachbarn. Jemand noch Lammragu? Ja, ich würde noch was zu essen nehmen. Ich habe nur noch einen ganz kleinen grünen Balken. Würdest du hierher kommen zu mir? Steh aber vor der Tür. Sicher. Es gibt so viele verschiedene Steinarten. Dass er die nicht stackt. Ja, am Ende ist es ja eh derselbe. Ja, natürlich. Nee, das wollte ich auch nicht ausschließen. Es ist einfach nur, es nimmt extrem viel Platz im Inventar ein. Ja, deswegen würde ich sie einfach direkt, wenn du sie dann aufsammelst, umwandeln. Wandeln. Hm. Das ist ein Trick, oder? Das wow. Ist, das sind irgendwie, das sollte man ein Video draus machen. Ja. Anfängertipps. Okay, so schlau. Kennt ihr Curious City Show? Nee. Nee, ist glaube ich, dann bin ich doch wahrscheinlich doch ein Zacken älter. Das war eine Show im Fernsehen, wo die so, ja, Kuriositäten, das ist fast schon falsch gesagt. Was ging's denn da genau? So, die haben was gebastelt, bedingt. Es war eine Kindersendung, ja, wo was gebastelt worden ist, ein Pertomobile, nee, wohl kaum Pertomobile, aber. Irgendwie, keine Ahnung. Kennt ihr das, wenn man ein Streichholz hinten anritzt, also eine Spalte reinmacht ans Ende vom Streichholz, also nicht wo der Kopf ist, sondern hin, wo das Holz ist, und dann ein Stück Seife reinmacht, ganz, ganz kleines Stückchen Seife, gut heutzutage kaum möglich, weil es ja fast nur noch Flüssigseife gibt, und dann legt man das in ein Waschbecken voller Wasser und dann schwimmt das Streichholz wie so ein Boot nach vorne. Ach so, weil praktisch, ja, dass die das Seife am Ende... Mit Spülmittel haben wir das in der Schule und so gemacht. Oder mit Spülmittel, genau, weil da einfach die Wasseroberflächenspannung gebrochen wird und sich das dann nach vorne bewegt durch diesen Antrieb in Anführungszeichen. Das kenne ich. Und solche Sachen haben die halt in dieser Show gezeigt. Ihr lernt hier doch was. Ja, auf jeden Fall. Bildungs-TV, ja, Hirnsturz, Hörspiel. Hirnsturz zockt erklärt. Genau, Hirnsturz erklärt. Nee, zockt nicht, erklärt. Ach, oh, das ist ja der Kanal. Das Grillen. Wollen wir grillen? Ach, schön, Steine sammeln. Die Zuschauer sind begeistert. Nur noch Daumen hoch für steinsammeln.de. Ich weiß nicht. Was denn? Ich finde das manchmal schwierig, aber ich soll nicht so selbstkritisch sein, hast du mir mal gesagt. Hab ich gesagt, ja. Ja, hast du auch recht. Ich glaube, manchmal ist mein Anspruch höher. Ja, aber das Problem ist ja, das Spiel besteht daraus. Und willst du jetzt schneiden und nur die schönen Szenen machen, dann werden das nicht so viele Videos. Nee. Das ist. Ja, gut, das kommt ja nicht auf die Masse an, aber auch. Ich meine, es gehört halt dazu. Weil, wenn ich ein Spiel. Oh. Was ist denn da hinten? Ein das Bienenstock. Können wir das umgehen, cool. Bitte? Nein. Nee. Das klären wir. Das klären wir? Ich habe keine. Oh, warte mal. Muss mal die Waffen umsortieren. Oh, Wahnsinn. Angriff der Superbienen. Müssen wir erstmal eine Waffe reparieren. Komm hier zurück. Ah. Okay. So, jetzt.
Das hat er noch nie gesehen, das ist ja cool. Hä? Ist ja eine Biene tot in der Luft? Okay. Wollen wir den runterholen oder wie machen wir das jetzt hier? Hä? Bleiben die da oben liegen? Können wir das zerstören? Können wir die Bäume nicht abhauen? Ich wollte es auch gerade. Können wir mal probieren, ob wir die Bäume nicht einfach abholzen. Okay, ich hack mal hier im Boden. Ja, warte mal, der Boden ist weg, fällt aber nicht. Wie, der Boden ist komplett darunter weg? Na, ja, alle, das... bei allen mal probieren. Oh, weg, zurück, ah, zurück, zurück. Ja, hat sich dann erledigt. Warte mal, ein Überlebender. Hive heißt das, okay. Ich meine, mein Inventar ist voll. Puh. Hm. Die bleiben immer in den Bäumen hängen. Das ist nicht gut. Außerdem wird es dunkel, Mädels. 19 Uhr, wir sollten uns auf den Rückweg machen. Okay, die oben ist verbuggt. Ja, die sind fast alle verbuggt. Okay, ich weiß nicht, was ich... Gut, wir müssen nach Süden. Jetzt müssen wir uns aber schnell orientieren, wenn es ziemlich dunkel wird. Ihr wisst, was letztens mit dem lieben Jackie passiert ist, ne? Ja, bisschen südöstlich. Also süd-südost. Das nahm kein schönes Ende. Weil auf einmal war die Tür zu. Mhm. Aber die Kommentare fanden es positiv. Ach, ehrlich? Hat gerne gelesen. Sollen wir nochmal reinschauen? Haha. Wie witzig das auch war, wie Jack draußen gestorben ist. Ah, die lieben das. Ah, Cocaine. Warte mal, wer jetzt zuletzt lacht. Die Sonne geht unter. Ich hab Angst. Oh, ein Kupferstecher. So, ich sag mal Prost, Kinders. Prost, ja. Es ist Winterzeit, wir haben uns entsprechend ausgerüstet. Ja, wir trinken warmen Tee. Ja. Mit uns warm wird. Und vielleicht eine heiße Schokolade. Wozu haben wir eigentlich jetzt Holz geholt? Um einfach den Ausbau besser zu haben, also einfach um Holz auf Vorrat zu haben. Das ist doch gelogen, du weißt, aber irgendwas tagsüber zu tun haben. Ja, einfach nur um irgendwie die Lücke der... Die Zeit zu überbrücken. So, Jack, komm rein. Komm. Jackie, mach die Tür zu. Oh, ich nehme Schaden, ich muss mal dringend was essen. Oh Mist, jetzt wird es immer kritischer. Potato Seeds, Mist. Ich, Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei, Schnell. Das sind zwei belegte Brote. Eins mit Schinken, eins mit Ei. So, wir müssen mal das Feld anfangen. Das heißt, was... Kann wir da... Ja, was? Was? Das ich sag's dir, Kollege, wenn da jetzt Bienen spawnen... Ja, ich überlege die ganze Zeit. Wäre so witzig. Wenn da jetzt Bienen spawnen... Ach, macht euch keine Sorgen, da passiert schon nichts. Mhm, sagt er. Und dann werden wir hier unten Invasion der Killerbienen. Setze mal ordentlich. Das sind so Bassboxen. Weißt du? Vielleicht, da kann man auf jeden Fall drin packen hier, ne? Das sind... Ja. Ah, das sind wie Kisten. Ist ja schick. Das ist gut. Ja. Gut. Das sieht irgendwie aus wie was Nukleares. Ja, genau. So ein Atomzeichen. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich werde jetzt erstmal die Steine wandeln. Steine wandeln ist auch eine spannende Sache. Ja. Oh. So. Ja, siehst du, selbst der liebe Cocaine wird schon müde. Scrap Metal mal stelle ich mal her. Endlich haben diese Airfilter einen Sinn. Das finde ich echt den besten Patch. Papier. Sollen wir ein paar Lagerfeuer reinsetzen, damit es uns hell wird hier drin? Mit den Lagerfeuern immer. Relativ. Aber ja, bitte. Hell. Ich würde mich freuen. Mir ist es wurscht. So, ich mach mal 10. Das langt erstmal. Dirt. So, dann machen wir hier mal ein bisschen hell. Und zwar da eins hin. Achso, hier in der Mitte ist ja schon eins. Macht natürlich jetzt wenig Sinn, gell? Egal, eins noch ans Kopfende, damit es warm wird nachts. Und dann setze ich mal hier eins hin.
Und dann machen wir hier auch Licht. So, wir müssen, was auf jeden Fall das nächste Ziel ist, wir müssen ein Feld ausbauen und wir sollten die Tür zumachen. Hast du oben zugemacht, Jack? Ja. Ich werde aber trotzdem mal schauen gehen, oder du? Nee, ist ich, zu, ja. Ich geh mal, warte, sicher ist sicher. Ja, geh mal ruhig. Nee, ist zu. So. 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 Und die zu. Alles klar. Tür zu. Oh, ist das hell. Wenn man die Fackel in der Hand hat, ist immer noch wie Waldbrand und das Licht ist immens. Und wenn du sie an die Wand setzt, denkst du, auch nicht schlecht. Bisschen wenig Licht. Nichts mehr übrig. Ja. Oh, das klingt nicht gut. Es geht da oben ab. Ja, wir sind auch am Ende einer Aufnahme. Möchte ich meinen. Was ist denn da oben für ein Party? Hört ihr das? Ja, das ist, weil die alle im Wasser umherspinnen, ne? Das kann sein. Also, wir sollten erstmal den Gang... Nee, ich würde das nicht breiter machen, Herr Cocaine. Da doch, wieso denn nicht? Nee, weil wir erstmal unter den See kommen sollten. Also, um einfach die Spitzhacke... Nein, gut. Gut. Spitz. Ja, wir sind am Ende einer Folge. In dieser Folge haben wir jetzt gerade mal Holz geholt. Jack ist wieder mit dabei, das freut mich. Ja, mich auch. Ja, ungemein. So, wir müssen noch ein bisschen nach vorne und dann nach links. Und in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen hier uns unter den See buddeln und unsere, wir müssen auf jeden Fall Felder anlegen, wollte ich sagen, um Essen zu machen. Ja. Also Essen anzulegen, Blaubeeren, Kartoffeln. Und wie bei Star bauen machen wir das. Ja, cooles Spiel. Sehr geiles genau. Spiel. Wollte Jack ja erst nicht spielen, aber das habe ich, glaube ich, sogar in der Starbound-Folge schon gesagt. Mhm. Wollte er überhaupt nicht spielen und dann suchten bis zum Anschlag. Und den lieben Cocaine kriegen wir auch noch dazu. Ja, das denke ich auch. Ja. Na klar, da reden wir dann gleich offline drüber. Ich habe so wenig Zeit dafür. Ach, bestimmt. Ich glaube, da muss der Chef mal ein richtiges Wort einsetzen. Ja, wenn euch diese Folge bis dahin gefallen hat, gebt uns doch einfach einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns dann zum Kellerbau wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.